So, beim letzten Mal waren wir bei den Phased Arrays und jetzt hoffen wir mal, dass Windows dich nicht wieder abstürzt und das alles vernichtet, was wir da geschafft haben. Ne? Ich hätte Ihnen gesagt, Sie können mehrere Einzelstrahler, Elementarstrahler verwenden und können die dann gleichphasig speisen, unterschiedlich speisen und die Wellen, die von dem Einzelnen da ausgehen, die werden je nach Gangunterschied in Richtung des Beobachters oder Observers dann eben überlagern die sich irgendwie und das kann dann sein, dass das total konstruktiv ist, also alle Feldstärken addieren sich auf, dann kriegen sie natürlich da eine größere Leistungsdichte in der Richtung des Beobachters oder an einer anderen Stelle, dann da gibt es eine totale destruktive Überlagerung und da sehen sie dann nichts mehr von dem Array, von der Strahlung. So, wie man das ausrechnet, haben wir ganz kurz bildhaft gemacht. Wir haben uns Phased Array Pattern angeguckt, hier von verschiedenen Antennen und ich würde eigentlich ganz gerne noch jetzt mal mit dem Antenna Magus das kurz starten und da einmal noch mal so eine Array versuchen zu entwerfen und da mal so ein paar Sachen dran zeigen. So ist das, glaube ich, ganz gut. So. Also die Rechner können noch so schnell sein, die Betriebssysteme schaffen es und die Programme schaffen es, dass es eigentlich die Arbeitsgeschwindigkeit seit 20 Jahren am Rechner gleich ist. Es gibt ja das Gerücht, dass es da mal so eine unheilige Allianz zwischen Microsoft und Intel gab, ne? Ja, in dem Ernst jetzt. Also Intel hat immer mehr reingepackt und, Quatsch, umgekehrt. Also Microsoft hat immer mehr gefordert, sodass Intel immer mit den Prozessoren nachziehen konnte. Aber an der Stelle gibt es sicherlich auch eine ganze Menge andere Gerüchte. So. Ich glaube, ganz kurz hatten wir reingeguckt, ne, beim letzten Mal, richtig? Wieso muss ich jetzt hier nochmal agreeen? Das mache ich doch gern. Habe ich das jetzt zweimal auf oder was? Das wäre nicht gut. Ne, habe ich nicht. So, machen wir das Array 2. So, und es gibt verschiedene... sind Sie was hier, ne? Gut. Gibt ganz offensichtlich verschiedene Design Goals, was man hier machen kann. Das, was grau ist, selbstredend, ist für uns nicht zugänglich, nur auf dem einen großen Rechner im Labor, weil das in der Classroom-Lizenz nicht drin ist. Aber das, was wir hier tun, reicht auch. Sie sehen hier die Addition zwischen Array, Layout, Element Pattern gibt dann irgendwie das Array. Das Element Pattern können wir nur leider in dieser Version auch nicht wählen. Da gibt es nämlich doch, geht doch. Da machen wir das doch auch gleich mal. Nehmen wir mal einen resonanten Halbwellendipol als Elementarstrahler. D0 nehmen wir mal die Z-Richtung. Genau, das ist die Nullrichtung, also die Achsenrichtung, die ja nicht strahlt. Das ist also das Element jetzt, das wir hier haben. Also müssen wir mal gucken, ob wir das Array-Layout hier auch noch dazu passend wählen können. Was haben wir denn hier angeboten? Guck, da gibt es eine ganze Menge. Man kann die natürlich auch im Kreis anordnen und all sowas tun. Das ist aber nicht unser Ziel. Wir nehmen mal ein ganz einfaches Pattern. Dann nehmen wir doch mal einfach dieses hier. Gut, specify the layout directly, set up. 300 MHz, haben wir das beim letzten Mal auch gehabt? Bleiben wir bei 300 MHz. Nehmen wir mal, fangen wir mal an mit N gleich 4. Element Spacing, Spacing in Wavelength ist auch schön. Machen wir sie mal auf 0,
2,5 ist ein bisschen extrem, weil das nämlich genau Lambda Viertel ist, aber nehmen wir es ruhig, ne? Spacing-Methode ist konstant. Die Orientierung ist in die X-Richtung. Also wir packen die in X-Richtung nebeneinander. Ich kann das jetzt Ganze jetzt auch nochmal, wenn ich einen Stift hätte, könnte ich es zeichnen. Also wir haben im Prinzip wirklich das, was ich eben auf dem Bild auch gezeigt habe. Wir haben Halbstrahler, die in die Z-Richtung zeigen. Und die sind in X-Richtung so angeordnet. So. Und den Taper, ich würde mal Uniform einfach nehmen, weil das am einfachsten ist. Also alle kriegen das, die gleiche Amplitude. Wir können da gerne noch mal was anderes ausprobieren, dann sieht man, was da eigentlich geschieht. Er macht das Array Layout. Gut. Muss mal kurz gucken, wie ist denn hier die X-Richtung? Z ist das. Ah ja, doch, passt. Isotropic Array Pattern. Jetzt müsste eigentlich irgendwo mal unser. Kommt vielleicht dahinter. Siehst du, jetzt haben wir es. Also, Sie müssen da oben noch auswählen, dass Sie nämlich nicht nur das Array Layout haben. Bei dem Array Layout, da waren wir das letzte Mal stecken geblieben. Der liegt zugrunde ein Kugelstrahler. Und der Kugelstrahler strahlt natürlich auch in Z-Richtung, also wie eine Kugel halt, ne? Deswegen heißt das so. Und deswegen war ich eben für einen Moment verwundert, weil das Pattern nicht so aussah, wie ich es mir gewünscht hatte. Und wenn Sie dann hier auf das synthetisierte Array gehen, dann überlagert er im Prinzip die Strahlungscharakteristik des Lambda-Halbstrahlers, die wir ja hatten, mit der Strahlungscharakteristik des Array-Layouts. Und dann haben wir das komplette schöne Bild hier. So. Siehst du, das kann man jetzt drehen. Da haben wir jetzt eine Hauptstrahlkeule nach vorne. Da, so jetzt auf mich oder auf Sie gerichtet. Und wir haben in der Richtung ein Loch. Warum haben wir da ein Loch? Das müsst ihr jetzt wissen. Ja gut, dann frage ich mal, wieso haben wir denn in der Richtung ein Loch? Das ist dann eine halbe Strahle, der nach oben eben nicht strahlt, da, ne? Warum haben wir da ein Loch? Der Abstand hier ist genau Lambda Viertel, ne? Jeweils. So, das heißt also, immer zwei haben den Abstand Lambda halbe und die Wellen, die in diese Richtung, in X-Richtung gehen, nach vorne oder nach hinten, von dem und dem machen sich zu null weg. Daher kommt das zweite Loch. Das Loch werden wir nämlich auch los, wenn wir, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier eingreifen kann, Modify, alles mal, lässt er mich, machen wir da einfach mal weniger. Deswegen hatte ich eben schon gesagt, Lambda Viertel ist relativ viel. Hat da wahrscheinlich eher weniger. Dann müsste jetzt ja das Loch verschwunden sein. Und das Loch ist auch tatsächlich verschwunden. Da ist ein Minimum, weil da natürlich die Überlagerung nicht mehr voll konstruktiv ist. Sondern es ist natürlich ein Phasenunterschied, der gibt, der auch durchaus merklich ist. Es sind ja immerhin 0,8 Lambda jetzt Unterschied hier. Quatsch. 0,4 Lambda und 0,8. Auch nicht. Also 0,4 und 0,4. Und das macht es nicht ganz weg, sondern nur ein bisschen weg. So, Gewinn ist etwa 5 dB in die Vorwärtsrichtung. Kann man das erklären, die 5 dB, die Sie hier ablesen können? Gucken wir uns mal das Isotrope an, das hat 2,4. Elementarstrahler der 2,1 kommen wir auf nicht 5, ne?
Also in etwa können wir es erklären, indem wir sagen, es ist der Array-Gewinn plus der Elementgewinn, ne? Dann kommen wir so in etwa daraus, dass es jetzt ein bisschen mehr ist, liegt vielleicht auch hier an der Berechnung. So, gönnen wir uns doch mal den Spaß und machen wir hier mal 10 Elemente raus. So, das sieht jetzt, also so langsam wird Kunst, ne? Und dann kann es gleich auch weg. Also wir haben hier ziemliches Minimum, offensichtlich sogar eine Null in der Richtung. Das können wir natürlich immer überlegen, wenn wir hier 10 Arrays haben mit 0,2 unterschiedlich. 10. Dann ist das hier bei 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, jeweils Lambda, 0. Jetzt müssten wir mal gucken, ob wir da wirklich eine destruktive Interferenz rausdichten können. Das wird schon irgendwie, das wird irgendwie funktionieren. Die haben jeweils Lambda, die würden sich also überlagern. Bräuchten Lambda halber in die Querrichtung. Da haben wir aber jeweils immer einen vollen Kreis drauf. Also wenn wir jetzt mal 0,2 Lambda sind, wie viel Grad? Ne? Ja, Null. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist 72 Grad? Einmal, dann wieder 72 Grad gedreht. Das müsste ich jetzt geometrisch ge konstruieren. Jedenfalls müssten wir irgendwo bei einem Vollkreis rauskommen, irgendwann mal. Wenn wir 72 mal 9 nehmen. Das ist 81 mal 8, das kann ich aber auch nicht im Kopf. 209, 540, Quatsch, nicht 540, 630, 648 Grad, ne? Ja? Ich komme nicht auf die 360, mir fehlt da einer. Ja, doch, mit 720, genau, 720 Grad, das heißt, es sind zwei Vollkreise, die jetzt hier im Prinzip in der Phase durchfahren werden. Den letzten muss ich ja dazu zählen und dann kommen sie eben genau auf eine in der Summe destruktive Interferenz. So, deswegen die Null. Die Null da oben haben wir schon erklärt und wir haben hier aufgrund der Breite jetzt noch einen zweiten, da sieht man es besser, so eine Nebenzipfel. Ich möchte mal eins ausprobieren. Ich mache die Elemente mal dichter zusammen. Kann er das nicht? Ja, aber das ist ja das Minimum, was ich machen darf. Aber offensichtlich darf der nicht mit rein. Okay, soll sich nicht so anstellen. So, dichter beisammen. Auch da habe ich die Null, also in der auf der X-Achse. Jo. Aber ich war bei 0,2. Ich wollte nur meine These unterstützen, dass sich das Ganze hier um so einen Vollkreis, zwei Vollkreise handelt, die da durchlaufen werden. So, was haben wir? 9 dB oder 9,5 dB Gewinn. Gucken wir mal im Array-Layout nach, was wir da haben. Da sieht es ein bisschen aus wie ein Autoreifen. Da haben wir 6,2. Da kommen noch die 2,5 drauf vom Lambda-halbe-Dipol.
2,4 oder 2,1, dann kommen wir eben wieder genau in etwa auf die Summe. Kommen, nee, kommen wir nicht. Jetzt verstehe ich nicht, wieso das die Summe ist, nicht die Summe ist. Gut. So, dann würde ich gerne noch mal drüber sprechen, wie wir diese Nebenzipfel hier, die möchte man normalerweise nicht unbedingt haben, vielleicht finde ich die auch noch etwas schöner, wie wir die loswerden. XZ-Ebene ist... YZ-Ebene wollten wir nicht. XY-Ebene da. So, und die sind ja durch... Ja, gut. Das kann man hier... Der Maßstab ist halt auch irre, ne? Bis auf minus 120 dB runter. Sieht man es? Ne, sieht man da auch nicht gut. Lassen wir es so. So, wie kriegt man die noch weiter runter? Das war jetzt eigentlich die Frage. Und das kriegt man dadurch runter, indem man den indem man eben nicht eine gleichförmige Belegung drauf macht, sondern eine getaperte. Und da sehen Sie schon hier, da gehen die Side-Lobes jetzt doch tatsächlich, na, der Maßstab ist auch ein anderer, aber sie sind runtergegangen. 0 auf 20. Das war das, was wir wollten. 20 dB runtergegangen. Öffnungswinkel von... Kann man das nicht irgendwie vernünftig messen hier? Ja, das wollte ich haben. Die Bandbreite, die Breite, die 3 dB Breite sind 28 Grad hier. Können wir uns die merken? Können wir machen, ne? 28 Grad. Jetzt gehen wir nochmal wieder zurück, was das vorher war. Das sind 25, ne? Oder 25,6. So, das heißt also dadurch, dass ich eine nicht mehr gleichförmige Speisung oder gleichförmige Amplitudenbelegung und Phasenbelegung der Elemente mache, kriege ich es hin, dass die Nebenzipfel runtergehen. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt eine einfache, weichere Belegung habe. Aber der Preis ist, dass die der Öffnungswinkel ein bisschen größer wird. Das ist hier mehr oder weniger unerheblich. 2,5 Grad machen es jetzt nicht. Aber der prinzipielle Zusammenhang ist eben genau der. Der prinzipielle Zusammenhang ist genau auch der, den Sie, das ist ja eigentlich von dieser Superpaste hier, ne?
So, ohne Beweis und auch ohne Herleitung, das ist vielleicht das Schlimmere an allem, und ohne Stift, da. Das Fernfeld ist die Fourier-Transformation der Amplitudenbelegung der Apertur. Apertur ist die Öffnung. Eine Öffnung haben wir hier nicht wirklich, wir haben Drähte. Aber gehen wir einfach mal davon aus, wir haben die ganze Fläche, der die Antenne steht, gleichmäßig mit der Amplitude und Phase belegt. Dann ist die Fourier-Transformation davon was? Also wissen Sie es nicht oder ist es Ihnen zu blöd, weil es so leicht ist? Bitte? Also, das denken Sie sich mal weg. Das ist ein Rechteckimpuls. Und die Fourier-Transformation vom Rechteckimpuls ist? Also, Sie wissen das echt nicht. Das ist der Sinus x durch x. So, und wenn Sie nur die Amplitude sehen, also sprich, das ist, den Betrag sehen, dann klappt das hier natürlich nach oben und das hier wäre der erste Nebenzipfel. Und der hat einen Unterschied von ca. 13 dB. So, dieses Modell gilt jetzt hier bei den einzelnen Strichen nicht unbedingt, weil das ganz anders abgetastet, die Apertur ganz anders abgetastet wird oder so, aber der Zusammenhang ist prinzipiell der gleiche. Und nur darauf kommt es mir erstmal an. So, wenn ich die jetzt irgendwie anders belege, meinetwegen hier mit einem mit sowas. Nehmen wir mal an, das ist jetzt Gauss. So, die Fourier-Transformation vom Gauss, das kann man wissen, das muss man jetzt nicht mehr wissen, ist auch der Gauss. So, ich hatte den Gauss dann ein bisschen abgeschnitten, aber irgendwann kann man den noch abschneiden. Der Preis ist die Breite, ich habe es ja auch ein bisschen angedeutet, die Breite dieses Pulses hier wird im Gegensatz zu dem da größer. Das heißt, der Sinus x durch x hat eigentlich die schmalste Keule, aber dafür hat er Nebenkeulen. Während jetzt hier so etwas keine Nebenkeulen hat, aber dafür eben eine breitere Keule hat. Und Sie können ja jede andere Belegung, beliebige Belegung nehmen, hier meinetwegen so ein Dreieck oder sowas. Da passiert das Gleiche, die Nebenkeulen fallen deutlich schneller ab. Das werden wir im nächsten Semester in der Übertragungstechnik noch viel mehr machen. Aber die Keule wird größer. So, und genau das macht man eben hier auch beim Array Design. Das heißt, man sorgt eben dafür, dass die Nebenkeulen runtergehen, wenn man das als Designziel hat, aber nimmt eben in Kauf, dass die Breite ein bisschen größer wird. Das wollte ich Ihnen mit dieser Spielerei zeigen. Okay? Aber Fourier-Transformationen haben Sie gemacht, ne? Schon mal angewendet oder nur so mal in Mathe gehabt? Okay. Ich möchte jetzt hier nochmal einen Unterschied von 2 Lambda oder so machen bei dem Ding, also damit man da nochmal einen Effekt sieht. Soll mal rechnen. So. Ja, genau, ne? Cool, ne? So, was haben wir hier? Kann man das irgendwie erklären? Also wir haben in die Breitrichtung hier, also das ist nicht, also diese Antenne ist außer vielleicht für Spezialfälle natürlich nicht brauchbar, ne? So in der Form. Damit man das mal gleich mal sagt. Das ist jetzt ein bisschen Spielerei, damit man bunte Bilder sieht und mal Extremfälle vielleicht betrachtet, ne?
So, ja, was haben wir hier? Wir haben hier einmal eine Strahlung in die die Querrichtung. Ja klar, da sind die eben alle auch in Phase und da sieht man sie in Phase, die wird man auch nicht los. Wir haben in die Längsrichtung des Arrays, nicht der Antenne, sondern des Arrays, ein ziemliches Maximum. Das liegt einfach daran, dass Antenne zu Antenne immer Lambda-Unterschied ist. Das heißt also, da sind immer genau konstruktive Überlagerungen in der Richtung möglich. Und die werden dann auch passieren. Und wir haben hier noch Nebenkeulen, da die zur Seite rausstrahlen. Und wir haben direkt nach oben natürlich den Achseneffekt, also die Antenne strahlt nicht nach oben. So, sieht dann so komisch aus, wenn Sie von oben drauf gucken. So ist vielleicht was, was man nicht unbedingt so haben möchte. Weiß nicht, wir können hier vielleicht auch mal Lambda, 0,5 Lambda Unterschied machen, also durchaus mal ein bisschen was ausprobieren. So, das ist vielleicht noch brauchbar. Ein Gewinn von 13 dB. Ich war eben übrigens nicht ganz genau, indem ich nur gesagt habe, die Hauptstrahlkeule oder der Gewinn in der Hauptrichtung setzt sich zusammen aus logarithmischer Anzahl. Nee, doch, das müsste doch eigentlich funktionieren. Nee, aus Anzahl sowieso nicht. Das habe ich auch nie gesagt. Isotrope Array hat hier 10. Wir haben auch 10 Elemente. Und der hat 2. Und der kommt auf 13,3. Also es ist etwa die Summe der beiden dBs, aber es ist ein bisschen mehr. So, und hier sieht man eben wegen Lambda halbe, also immer zwei benachbarte Elemente überlagern sich in der Richtung des Arrays destruktiv. Das heißt, in diese Richtung hier, die Richtung des Arrays, haben wir keine Strahlung. Nach oben natürlich den Achseneffekt auch nicht. Und dann einen relativ guten Gewinn von 13 dB. Und von 13 dB, genau. Halt. Ich wollte noch einmal kurz nachgucken, der... Da wollte ich nicht hin, da wollte ich hin. Den Öffnungswinkel mal anschauen. Der mag mich wieder nicht. Den Marker, jetzt mag er mich. Öffnungswinkel 10 Grad haben wir hier bei gleichförmiger Belegung. Und bei First Sidewoods equal mit, hatte ich 20 eingetippt, ne? Nee. So, da sehen Sie hier schon am Bild, die Nebenzipfel gehen runter. Und hier haben wir jetzt einen Öffnungswinkel von 11 Grad. Also es ist ein bisschen ein Grad mehr geworden halt, ne? Kommt auf die Applikation an, ob das jetzt, was da jetzt das Problem ist, nicht? Also der Effekt ist da, ist halt nicht so riesig groß. Gut, so. Das hatten wir, glaube ich, auch schon besprochen das letzte Mal. Jetzt haben wir noch mit den Arrays ein bisschen rumgespielt. Und das Speisenetzwerk haben wir uns angeguckt. Genau, und jetzt kommen wir zu einer Klasse Antennen, die genial einfach sind, experimentell gefunden wurden, glaube ich, in den 50er Jahren, theoretisch erklärt werden konnten in den 70ern mit Simulationen, ganz, ganz, ganz weit verbreitet waren, so in den 70ern, 80ern, nämlich für den Fernsehempfang, eventuell auch für den UKW-Radioempfang, und die mittlerweile... ja, jetzt aber versteckter, auch wiederkommen oder auch noch verwendet werden, sagen wir es mal so, also auch im WLAN-Bereich oder sowas. Ne? Also das mit dem terrestrischen Fernsehempfang ist da so ein bisschen weniger geworden, beziehungsweise man tut es eigentlich so nicht mehr. Und mit diesen sehr prominenten Yagi-Uda-Antennen, die man auf dem Dach installiert und irgendwo hinrichtet, das macht man in Deutschland auch weniger. Wenn Sie aber in südlichere Länder fahren oder anderswohin fahren, sehen Sie die immer noch
sehr stark vertreten auf irgendwelchen Häuserdächern in der Stadt. Kann man so oben drüber gucken. War neulich mal ein paar Jahre her, jetzt auch in Verona. Habe ich noch Fotos gemacht, kann ich leider jetzt nicht zeigen, weil auf dem falschen Rechner. Fotos gemacht von der Arena aus. Da gucken sie auf so einen Yagi-Uda-Antennenwald so über den Wohnsiedlungen. Ne? Kann ich eine Pause vielleicht raussuchen. Also, die gibt das noch. Und das Tolle an den Dingern ist, dass sie eine Richtantenne sind, oder dass es eine Richtantenne ist, die auch eine Richtwirkung hat, die eine sehr einfache Speisung hat. Das ist nämlich nur ein Element, das gespeist wird. Und alle anderen hängen einfach irgendwie so nur frei in der, scheinbar frei in der Luft, aber es hat eine gewisse Regel, wie die in der Luft hängen. Und damit sind die natürlich einfach zu bauen, sehr billig, weil gehst du laden, kaufst du Kupferstab, bist du fertig, oder Alustab, ne, das war's schon. Und sie haben auch eine geringe Windlast. Also weil das eben einfach nur Drähte sind, kann man die auch irgendwo mal hinhängen und da kann man Strom drüber fegen und die fallen nicht immer gleich ab. Wenn sie jetzt eine Parabolantenne haben, das muss ja schon ein bisschen was aushalten, das Teil. Ne? Wenn da mal so ein 200 Kilometer pro Stunde Sturm drüber geht, dann soll das nicht vom Dach fallen. Ne? Und vor allen Dingen nicht aufs Dach fallen. So, so sehen die aus. Und diese Bilder haben sie jetzt in kürzerer, jüngerer Zukunft wahrscheinlich seltener gesehen, aber so auch selbst aus ihrer Kindheit kennt man die noch. Ne? So, was haben wir? Das sind eigentlich alles in etwa Lambda-halbe Stäbe. Der hier ist wirklich resonant. Geht das jetzt hier? Warum will der mich jetzt wieder nicht? Muss ich da noch irgendwas tun? Weiß nicht, was ich tun soll, damit der Stift geht. Ah, genau, ich musste das ja einmal komplett umklappen. Jetzt steht es auch noch auf dem Kopf. Jetzt ging irgendwie der Stift. Immer noch nicht. Und dann konnte ich es irgendwie auch wieder zurückklappen. Und dann konnte ich weitermachen, aber... Weil mit dem Finger kann ich, aber mit dem Stift nicht. Das ist doch ein scheiß Betriebssystem, ey. Ich habe jetzt auch keinen. Habe ich irgendwo ein USB-C-Kabel dabei? Ich glaube nicht. Haben Sie zufällig eins irgendwie einstecken? Haben Sie da ein USB-C-Kabel? Ja, zum Beispiel. Ja, hat sie recht. Ja, ja, Sie haben recht. Ich habe es ja schon. Jetzt habe ich selber. Ja. Aber das ändert hier, glaube ich, gar nichts. Der ist nämlich nur nicht dran hier irgendwie. Machen Sie mal das Fenster. Nee, das fliegt ja nicht raus, weil es ist ja auch noch Linux drauf. Von daher, das würde ich dem Linux nicht antun, das aus dem Fenster zu schmeißen. Also, aber dem Windows absolut. Ja, das ist doch scheiße, oder? Nö, geht immer noch nicht. Naja, dann probieren wir es halt ohne Stift.
Ja, nee, dann kann ich kann Antenna Magus nicht unter Linux betreiben. Da muss ich mit zwei Rechnern arbeiten, das ist auch blöd. Jetzt geht er. Ja, hey. Also gut. Was wollte ich Ihnen eigentlich sagen? Dass nämlich dieses Ding hier sehr, sehr recht genau Lambda halbe lang ist. Die hier, die Länge, die sind L kleiner, Lambda halbe. Und der hier hat eine Länge L größer Lambda halbe. So, was passiert, wenn wir eine Welle haben? Die Welle wird ja hier in beide Richtungen gleichmäßig ausgebreitet, ne? Oder abgestrahlt. Nach da und nach da. Jetzt wird sie hier um 180 Grad Phase gedreht, weil ein Kurzschluss, Spannung respektive elektrisches Feld, wird da in der Phase um 180 Grad gedreht. Das kennen wir noch von der Leitung her. Und wird wieder zurückgepackt. Und wenn ich jetzt den Abstand hier circa Lambda Viertel mache, dann erfährt die ja auf dem Wege hierhin und wieder zurück mit den 180 Grad Phasendrehung gerade genau 360 Grad Phasendrehung. Ne? Das heißt, wir kriegen eine konstruktive Überlagerung in die Richtung. So, damit ist schon mal die Wirkung des Reflektors geklärt. Idealerweise strahlt das Ding dann nach hinten nichts ab. Können wir gleich wieder durchstreichen, ne? Und alles geht nach vorne. Da das nur ein Stab ist, ist diese Wirkung begrenzt. Und Sie kennen die Yagi-Uda-Antennen, da sehen Sie ja auch welche hier natürlich auch anders. Ganz oben sehen Sie eine mit nur einem Stab und da unten drunter sehen Sie, dass der Reflektor da schon so ein bisschen breiter ausgeführt ist, nicht? Einmal mit drei Stäben und einmal tatsächlich hier mit so einem da unten, also wirklich als Reflektor. So, und dann haben wir hier noch die Direktoren. Die führen dazu, dass die Welle jetzt noch ein bisschen gebündelt wird. Und agieren im Prinzip als ein Wellenleiter, auf der die Welle dann gebündelt wird, um nach vorne rausgestrahlt zu werden. So, damit kann man jetzt eine relativ einfache Richtantenne aufbauen, ohne dass man sich um das Speisenetzwerk oder so groß Gedanken machen muss. Hier in der Mitte ist ja einfach nur ein Lambda-Halbe-Dipol, beziehungsweise ein gefalteter Lambda-Halbe-Dipol. So, das ist ein Thema für die Klausur. Wie öfter, nicht? Also solche Tabellen sind ja immer ganz gern abgefragt. Natürlich nicht. Was müssen Sie über die Jage-Uda-Antenne wissen? Also Sie sollten in etwa wissen, wie sie aufgebaut ist. Das haben wir eben gesehen. Dann sollten Sie wissen, wie die Elemente in etwa aussehen. Also Speiseelement in Resonanz, Lambda halbe, der Reflektor größer als Lambda halbe, die Direktoren kleiner als Lambda halbe. So, und je n, wie sagt, formulierte das nochmal vor ein paar Jahren mal eine Labormannschaft? Viel n, desto gut, oder? Ne, viel n, viel gut, genau. Also je größer die Anzahl der Strahler ist, der Direktoren ist, desto größer ist die Bündelwirkung. Das alles. Ja? Viel n, viel gut. Gut, so. Ich habe das hier nochmal aufgeschrieben, for reference. Und das Pattern sehen Sie hier jetzt auch. Das gucken wir uns gerne im Antenna Magus an. Das gucken wir uns auch sofort im Antenna Magus an. Das ist nämlich viel netter, sich das da anzugucken als hier. Also machen wir noch mal hier eine neue Antenne, Find. So, upsa. Ach Mann, ey. Da ist sie, Yagi-Uda-Dipol-Antenne. Hau die mal an. Ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Spezifikation ich hinterlegt hatte. Design for einfach 100 MHz, das passt. Das passt doch genau zu meiner Simulation im Skript. Das ist also immer noch müssen Sie mal gucken, ob Sie die noch haben. Meine Spec, einfach 100 MHz. Wenn Sie die auch damals angelegt haben, müsste die auch automatisch bei Ihnen entstanden sein. Ist einfach nur 100 MHz hinterlegt. Gut, da steht das nochmal, wie das Ding aussehen soll. Hier. Und jetzt sagen wir ihm einfach, was wir haben wollen. Ich weiß nicht, was er jetzt gerade tut.
Ich müsste ihm jetzt hier mal so ein New Design geben. Design for Custom Values, das ist gut. So, gehen wir da mal drauf. Was wollen wir für einen Gewinn haben? Nehmen wir mal standardmäßig 10 dBi. Das ist jetzt nicht übertrieben viel. Sie sehen, er kann da 9,9 und bis zu 20 machen. Wir können auch gleich mal einfach noch ein bisschen mehr nehmen, natürlich. Fangen wir mit 10 an, machen wir mal das Fenster zu, damit wir den Rasenmäher nicht so laut hören. Die Materials and Physical Properties würde ich noch ganz gerne angeben. Den Durchmesser hier nehmen wir mal einen 4 mm. Ja, 4 mm ist ganz gut. Das heißt, ich hatte neulich mal ausrechnen wollen, hatte ich sie rechnen lassen. Nehmen wir mal gerade gleich das, was wir aus dem Baumarkt auch kriegen. Also der ist nicht der entscheidendste Parameter. Das sind nämlich 10 Quadrat. 10 durch Pi. Na, nehmen wir mal 3,6 mm. Das ist nämlich gerade genau das 10 Quadrat Kabel. So, N wollte ich gar nicht vorgeben. Jetzt machen wir mal Design und gucken, was er. Was will er? War er da im Meter? Ja, und? Was ist jetzt das Problem? Also, es ist kleiner als 90 mm und es ist. Der braucht doch keine 9 mm Drahtdurchmesser. Das ist doch Blödsinn. Dann wollen wir Ihnen das mal wählen hier. Machen wir so weg. So, Values will be chosen automatically. Wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Das kann ja 29 mm Draht durch. Die falsche Antenne genommen oder was? Ja, denke ich mir auch gerade. Irgendwas habe ich falsch eingetippt hier. Mal cancel, also irgendwas funktioniert hier nicht. Das macht mehr Sinn. 300 Mikrometer bis 1,8 Meter, wobei das stehe ich jetzt auch nicht ganz, sondern nehmen wir mal 4 Millimeter wieder. Achso, die Einheit kann das natürlich nicht. Auf 9 mm lasse ich mich hochhandeln. Okay, nehmen wir mal 9 mm.
Finde ich immer noch ein bisschen viel. So, n gleich 3. Machen wir Estimate Performance. Auch alles schon mal schneller. Also war es wirklich. Die erste Version von Antenna Magus war bei diesen Antennen deutlich flotter. Wir haben ewig gebraucht bei den Hornantennen, das hat echt lange gedauert, aber bei diesen drei einfachen Drahtteilen war das durchaus, ging das zügiger. Was hat er jetzt hier für ein Problem? Unknown Analysis Error, was soll das denn jetzt? Läuft's bei Ihnen? Haben Sie schon ein Strahlungsdiagramm gesehen? Wieso? Was haben Sie? Okay, da kann er vielleicht auf die unterschiedliche Seiten drauf gucken. Sagen wir mal, wie groß Ihr N ist. Ja, eigentlich genau da, mit dem Schieber da mal hochgehen. Hoch oder runter. Genau. Drei, ja. So, und da sehen Sie auch die Antenne, genau so soll sie aussehen. Ja. Gut, das kommt aber hin mit 3. Ich weiß nicht, was haben Sie? Wie viele Antennen, wie viele Elemente haben Sie? Da haben Sie aber einen anderen Gewinn eingetippt als 10. Ja, 14 stand da gerade. Ja, gut, dann, das macht Sinn. Das macht Sinn, absolut. Also wir haben ja bloß 10 dB Gewinn gewählt. Die haben Sie nicht ganz erreicht. Genau. Aber ein bisschen davon. Also, meiner mag mich nicht. Was haben Sie für Parameter jetzt eingetippt hier, wenn ich mal eben fragen darf? Ich starte es einfach mal nochmal neu. Ist vielleicht besser. Ja, ich habe also mit 10, das ist für eine Yagi-Uda-Antenne eher so die untere Kante des Gewinns. Ne? Da brauchen Sie natürlich auch wenig Elemente, damit wollte ich anfangen und Sie haben gleich 14 genommen. Also wenn Sie jetzt mehr Gewinn haben wollen, also eine bessere Richtwirkung haben wollen, kriegen Sie auch automatisch mehr N. Und dann sieht das Strahlungsdiagramm ein bisschen anders aus. Bei Ihnen ist das sehr rudimentär da. Aber so ist, das funktioniert aber auch. Ne? Also die Antenne normalerweise ist es tatsächlich so, dass man die ganz wunderbar nachbauen kann. Also ich habe schon Antennen jetzt nicht bei 100 MHz, sondern bei 433 hier mit dem Antenna Magus entworfen, einfach nachgebaut, mit der Drahtschere noch so ein bisschen optimiert hinterher bei der Messung und es hat wunderbar funktioniert. Also deswegen bin ich gerade so verwundert, dass das hier gerade so schlecht läuft. Was verstehen Sie nicht? Was verstehen Sie an dem Programm nicht? Ne, das würde ich jetzt mal so nicht sagen.
Nee, die Bedienung ist nicht umständlich. Die Bedienung ist für Leute, die wirklich ein Ziel haben, ist ja eigentlich genau richtig. Sie geben eine Spezifikation vor und dann suchen sich dazu die Antenne aus. Das ist im Prinzip sinnvoller als in den alten Versionen. Noch in alten Versionen haben sich die Antenne ausgesucht und haben da eingetippelt, was sie von der wollen. Der Weg über die Spezifikation zu gehen und das Programm unterstützt sie dabei, das ist jetzt nicht der Weg, den wir hier gehen in der Vorlesung. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen komisch, weil wir einen anderen Weg gehen. Aber wenn sie wirklich, ich habe das Ziel, eine Antenne zu bauen, ist mir doch scheißegal, wie die aussieht, was typischerweise ja so ist, ne? Dann ist das genau der Weg. Dann geben sie eine Spezifikation vor und dann kommt eine Antenne raus, bei der scheißegal ist, wie sie aussieht. Und dann können sie dann noch ein bisschen rumtweaken, ne? Also ganz so ist das jetzt nicht, aber Sie verstehen, was ich damit sagen will, ne? Der Weg über die Speck zu gehen, ist eigentlich schon genau richtig. So, machen wir hier mal 12 dB, vielleicht geht das etwas leichter. Und einfach nur Design. So. 30 mm, der ist doch nicht ganz dicht. N gleich 7, na, bleiben wir dabei. Estimate Performance. Sie haben auch schon welche mit 40 Elementen gebaut, ne? Die hat auch funktioniert. Die hat einen Gewinn von 17 dB über 2,4 GHz. Glaube ich, ein bisschen weniger als vorher gesagt, aber Faktor 50 für so ein Ding, aber natürlich so 200 Meter lang, ne? Was 40? Warum läuft das bei Ihnen so viel schneller als auf meinem Superrechner hier? Ich habe hier einen i7 mit Gigabytes, was du wünschst du dir? Und der braucht ewig. Ja. Ja, hat er wieder einen Fehler gemacht? Also was mich wundert, ist, dass er immer so eine. Ah, das geht einigermaßen. Gewinn, ja, hat er geschafft. So. Vielleicht sollte man doch lieber Vorlesung machen und nicht spielen mit den Dingern. Es geht viel schneller. Aber ich weiß nicht, lernt man dann, also lernt man, wenn man damit spielt, jetzt mehr? Also auch über die Materie oder nur, das ärgert man sich nur über die Betriebssysteme und Programme mehr? Ja, weiß ich, also macht das Sinn für Sie, damit rumzuspielen? Also darüber hinaus, dass die Zeit vergeht. Weil das ist ja auch irgendwie ein Wert an sich, dass die Zeit in der Vorlesung vergeht. Na gut. So, also wir haben das gesehen, was wir gesehen haben. Das ist hier ist jetzt eine Vollwellensimulation mit NEC gemacht. Dafür ist NEC auch ganz wunderbar geeignet. Hier habe ich aber nicht den Entwurf machen lassen, sondern ich habe nach Maßgabe der Tabelle hier einfach die Parameter eingetippelt und habe dann das Ding rechnen lassen. Also es ist eine reine Analyserichtung hier und keine Syntheserichtung, wie Sie das bei dem anderen Programm da noch gelernt haben. Okay, so, die AF1 wollte ich aufmerksam machen hier. Gucken, ob ich reinzoomen kann. Das lässt er mich das machen, ohne dass er abstürzt. Genau, das geht. Wenn Sie hier mal drauf gucken, dann ist hier die Yagi 15, die Yagi 13 und die Yagi 10. Die 13er hat halt nur 13 Elemente, die 15, 15. So, ja, deswegen heißt es so. Die 13er hat noch einen höheren Gewinn als die 15er. Das liegt einfach daran, dass da das Element-Spacing größer ist. Das heißt also, die Antenne als solche ist länger, obwohl sie weniger Elemente hat. Es ist einfach mehr Luft dazwischen. Und trotzdem hat sie mehr, oder auch deswegen, gerade weil sie länger ist, hat sie mehr Gewinn als die
mit den Mehrelementen. Es kommt also weniger, wenn es nur um den Gewinn geht, kommt es weniger auf die Anzahl der Elemente an als auf den Abstand der Elemente. So, das kann man jetzt in verschiedenen Geschmacksrichtungen auch ausführen, zum Beispiel als Planar-Yagi-Antenne, wie hier mal gezeigt, für 10 GHz, sogar sehr breitbandig angebunden. Es müssen nicht immer Drahtelemente sein, sondern das, was Sie hier finden, ist ein Stück Platine mit Mikrostreifenleitung. Das ist, geht das jetzt? Ja, das ist hier eine Microstrip. So, und dann haben wir hier den Dipol. Also, ja, doch, hier haben wir den Dipol. Hier haben wir den Director. Und dieses hier unten, das ist die Ground Plane als Reflektor. So, jetzt kann man sich noch fragen, was ist denn das hier, was hier vorliegt? Das ist ein Balanced oder eigentlich genau umgekehrt. Unbalanced Converter oder kurz ein Balloon. Also wenn mal einer von einem Balloon redet, dann meint er sowas. Was macht man hier? Was Sie ja letztlich brauchen, ist, dass der Strom so verläuft. Dahin und dahin. Also in beiden Elementen in die, zur gleichen Zeit in die gleiche Richtung. Wenn Sie da einfach nur eine Mikrostreifenleitung nehmen würden und würden die noch zwei Seiten auffädeln, dann läuft der Strom auf der einen Richtung nach links und der anderen nach rechts. Logischerweise, ne? So, das wäre natürlich doof, weil die haben eine unterschiedliche Phase, das elektrische Feld hat unterschiedliche Phase, strahlt nicht. So, blöd. Also müssen Sie eigentlich nur hier den Strom 180 Grad Phasen drehen gegenüber dem Strom in dem anderen Ding. Und das tut genau das Ding hier. So, das haben wir reingeschmiert. Und das macht der, das kann man auf unterschiedliche Art und Weisen ausführen, mit seiner Umwegleitung, wie man es hier gemacht hat. Man könnte auch ein Trafo nehmen. Beispielsweise bei natürlich nicht 10 Gigahertz, sondern bei anderen Frequenzen und so. Da gibt es also verschiedene Spielarten, wie man so einen Ballon ausführt. Das hier ist eine davon. So, was haben wir noch? Wir könnten jetzt noch über ganz, ganz viele auch allein Drahtantennen reden. Das spare ich mir jetzt an dieser Stelle. Wir haben das Antenna Magus. Sie können ja auch dann in Ihrer Freizeit, wenn Sie wollen, da mal drauf gucken und das mal verwenden hier. Und dann, wenn Sie was über Antennen wissen wollen, können Sie das selber machen. Ich möchte noch Kapitel über planare Antennen einschieben. Die klingen immer so, als wären sie umsonst. Aber das ist natürlich nicht so. Sie müssen natürlich Platinenplatz mindestens dafür vorsehen. Sie sind aber super einfach. Also Sie müssen nicht in den Laden gehen und sagen, ich kaufe mir jetzt eine Antenne, sondern Sie müssen nur auf Ihrer Platine irgendetwas strukturieren. So wie Sie auch sich keine Drahtantenne als solche kaufen müssen, sondern Sie können nur einfach sagen, ich nehme jetzt einen Draht, den mache ich halt genau richtig lang und fertig. Schon haben Sie eine Antenne, ne? Mehr muss man, und schließe ihn richtig an. Viel mehr muss man gar nicht tun. So, man könnte jetzt auch einfach hergehen und könnte sagen, man hat eine Mikrostreifenleitung oder eine Mikrostreifenstruktur auf der Platine, so wie hier, Ground Plane Microstrip, da. Und dann macht man einfach ein resonantes Element dahinter. In diesem Fall eben einen Mikrostreifen, so eine Patch-Antenne, Fleck-Patch steht für Flecken. Nicht, einfach so ein Mikrostreifenflecken, den man dahinter packt. Auch der arbeitet in einer Lambda-halbe Resonanz, entweder in dieser Richtung oder in der Richtung, je nachdem, wie man ihn anregt. So wie er jetzt hier angeregt ist, wird das rote die Richtung sein. So, wir sehen gleich noch Bilder dazu. Und dementsprechend ist eben die Resonanzfrequenz dieser Strecke hier entscheidend, nicht? Sie würden hier sehen, wenn Sie sich nur mal diese Ecke hier angucken, dann muss der Strom hier 0, auf dieser Seite 0 werden und auf dieser Seite muss er auch 0 werden. So, und dazwischen können sich jetzt eben so ein Lambda-halbe-Berg, Lambda-Berg, dreihalbe Lambda-Berg und so weiter erstrecken. Da das ganze Ding groß ist, ist das im Prinzip ein Kondensator. Und dieser Kondensator, in dem erfährt die Welle in etwa
den Verkürzungsfaktor 1 durch Wurzel Epsilon R. Epsilon R ist das, die relative Permittivität des Platinenmaterials. Bei FF4 ist das dann eben die Wurzel Epsilon R ca. 2. Das heißt also, die Wellenlänge wird halbiert gegenüber der Wellenlänge im freien Raum. Und dann ist eben die Frage, welche Richtung hier ist resonant? Ist das eben die Länge L oder ist das die Breite W? Je nachdem, welchen Mode Sie angeschlossen haben. So kann man in etwa, das ist noch nicht ausreichend für ein Design, aber in etwa sehen, wie groß das Ding werden muss. Und wenn Sie das jetzt bei 10 GHz bauen wollen, können Sie ausrechnen, wie groß die Wellenlänge dabei ist. Dann gucken Sie, was für Material Sie haben. Wahrscheinlich kein FF4, weil da wird es gar nicht funktionieren. Und dann können Sie ausrechnen, wie viel Platinenplatz Sie vorsehen müssen, nur für den Patch. Theoretisch geht man davon aus, dass dieser Patch auf einer unendlich ausgedehnten Platinenfläche ist. Das ist natürlich relativ teuer und schwer zu realisieren. Also muss man irgendwelche Kompromisse machen, muss vor allen Dingen auch die Groundplane, die auch bei der Mikrostreifenantenne unendlich ausgedehnt sein sollte in der Theorie, beschneiden. Und dann gilt eben diese ganz einfache Theorie so nicht mehr, sondern wird eben auch noch der Effekt der endlichen Groundplane hiermit zu berücksichtigen sein. Gut. So sieht das Strahlungsdiagramm hier in etwa aus. Da sehen Sie ganz genau, der Strom hat hier eine Null und da eine Null und dazwischen hat er seinen Berg. So. Hier ist ein Lambda-Viertel Anpassungsstück drin. Damit das funktioniert und die Parameter hier für das Ding stehen hier für 9,9 GHz. Die Breite der Leitung 1,5 mm, der Patch ist 10 mal 10 groß. Um den Strahlungsmode sich mal anzugucken an dieser Stelle hier, ich habe hier mal nur den Strom verfolgt, ausnahmsweise mal in Blau. Das war noch in der Zeit, wo ich noch nicht so drauf geachtet habe. Und dann sehen Sie auch, wie das elektrische Feld sich daraus dann ergibt. Zunächst mal sehen Sie, wenn Sie den Schnitt hier quer durch diese Antenne durchmachen, so wie hier, dann kriegen Sie diese Stromverteilung. Die ist eigentlich genauso wie bei einer Mikrostreifenleitung auch, denn an der Seite, an den Kanten haben Sie diese Stromüberhöhung hier. Die hatte ich ja schon argumentiert für die Mikrostreifenleitung. Daraus ergeben sich dann eben diese stark gekrümmten Felder da an der Ecke. Wenn man den Schnitt in die andere Richtung zieht, den hier, dann kriegt man genau diesen Lambda-halbe Berg hier raus. So, und darunter ist das elektrische Feld jetzt zu sehen und an den Kanten ist das elektrische Feld und über die Kanten wird das elektrische Feld abgestrahlt. So, da. Und ich habe hier mal angedeutet, wie die Ablösung da funktioniert. Damit ist das eben auch eine lineare Polarisation, die hier vorliegt bei der Antenne, ne? Weil in der Querrichtung hier so, da, naja, in nullter Näherung fließt da kein Strom, das stimmt natürlich nicht, sondern hier haben wir natürlich noch Strom, der da um die Ecke geht, auch der wird irgendwie was abstrahlen, das heißt, das ist keine reine lineare Polarisation, sondern schon irgendwas Schräges dann noch dabei, ne? Darüber haben wir gesprochen. So sieht das Strahlungsdiagramm jetzt in der Idealform aus. Wir gucken uns gleich das mit einer Antenna Magus nochmal an. Das sieht jetzt so aus, als wenn das hier da in der Mitte ausgestrahlt wird. Das ist aber nur so, weil das ja das Fernfeld-Pattern ist, das man einfach grafisch da rein projiziert hat in den Ursprung. Und dummerweise lag jetzt gerade da, wo der Kringel ist, der Ursprung von meiner Zeichnung. Das ist alles. Es strahlt das ganze Element. Man kann da nicht irgendwie einen Punkt dieser Antenne zuordnen, von dem aus dann gestrahlt wird, ne? Auch wenn das hier so suggeriert wird. Aber was auffällt, ist, dass es natürlich in die Rückrichtung nicht strahlt, ganz einfach deswegen, weil da ja eine unendlich ausgedehnte Fläche ist. So, die Anpassung hier, sehr schmalbandig. Wenn Sie hier 10 dB Anpassung sehen, dann sind das da circa 0,8, 15... Das sind 0,2 Gig. Bandbreite bei
10 Gigahertz macht also circa 2%. Diese Stifterkennung ist so scheiße. So, Anpassung, ganz normale Resonanz hier im Smith-Diagramm, da links zu sehen. Und nochmal das Strahlungsdiagramm geschnitten, aber das schauen wir uns lieber einmal noch im Antenna Magus an. Machen wir mal weg, die Antenne. Weg. 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 Ja. So, dafür brauchen wir aber eine neue Spezifikation, denn damit geht es nicht. Also wir können nicht so eine Mikroscheifen-Patch-Antenne für 100 MHz bauen. Ne? Die wird irrsinnig groß und sagen sie gleich, das ist doch doof, was du da machst. Mit vollem Recht. Also von daher sparen wir uns das. Nehmen wir hier mal, machen wir es ruhig für die 10 GHz. Und das ganze Ding soll funktionieren hier von, nehmen wir mal 9,9, um das ein bisschen schwierig zu machen, bis 10,1. Also es darf ruhig schmalbandig sein, das Ding. Genau, so, und das war es auch schon, ne? Mehr brauchen wir nicht. Meckert er irgendwo? Nö. Safe and close. Achso, ich habe es gar nicht genannt. Ja, heißt jetzt irgendwie bei mir Custom Specification 1. Das ändere ich aber nochmal, glaube ich. Simple 10 GHz, damit man dann auch weiß, was die Spezifikation da war. Gut, Close Library. Und jetzt müssen wir mal gucken, da finden wir, können jetzt noch so ein 1 auf Array machen, das wollen wir nicht. Irgendwo muss die dann kommen. Da. A Rectangular Edge Fat Patch Antenne, das ist genau das, was ich da eben auch hatte. Ich habe es im anderen Programm da gemacht damals. Aber die Struktur ist genau die gleiche, die hier auch drin steht. Und wir brauchen jetzt hier noch ein Substrat. Na, nehmen wir mal das. Der Spezifikation müssen wir das noch machen. Da wollen wir mal gucken. Was habe ich hier verwendet? RT-Duroid 5880, vielleicht hat er das sogar. Für 10 GHz 2,2 μR1, Tangens Delta, lassen wir mal 10 hoch minus 3. Und das waren jetzt 0,508 mm Dicke. Ich hoffe mal, dass das so reicht. Wenn Sie hier einfach drauf drücken, da kommt da irgendwann Materials Physical Properties. Ja? Nein? Doch? Bitte? Und dann müsste es eigentlich drauf kommen. So, der hat jetzt hier irgendwie schon angefangen, das Ganze zu designen. Kommt hier auf 10x10 mm, also etwa 10x10 mm. Ich habe das damals so als Analyse gemacht, gesagt 10x10, fertig. Er ist hier ein bisschen genauer, 9,6 und 11,8. Und
Da sind die Werte nochmal. Jetzt machen wir mal Estimate Performance. Eingangswiderstand 100 Ohm, na meinetwegen auch das erstmal. Bitte? Gott, da muss ich mir mal was einfallen lassen, dass ich da mal so ein paar Videoclips zum Thema Antenna Magus mache und diese Sachen hier nicht hochlade. Weil das wird jetzt ja ein langweiliges Video, ne? Bitte? Ja. Was? Das können wir auch eine Live-Übertragung machen, dann kann jeder sich einloggen und sagen, ich bin live hier, DHBW vorlesen. So, ja, kann man auch machen. So, Performance, da. Also, das ist so natürlich genau das bei rausgekommen, wie das, was ich eigentlich drücke, reicht doch einmal drücken, oder? Heute nicht mehr. Da. So, also 9,5, eine Reference. Impedance von 100 Ohm hat er hier angenommen. Das habe ich eben, weil ich zu spät gesehen, dass ich das geändert habe. Okay, aber mal arbeiten wir mit 100 Ohm, macht auch nichts. Anpassung bei ein bisschen weniger, aber Sie sehen schon mit der Breite, das kommt in etwa hin. Das ist so das, was wir wollten. Dann müssten wir jetzt ein bisschen tweaken an dem Ding, dass wir das auf 100 Gig kriegen. 10 Gig kriegen. So, strahlt nach oben. Ich wollte jetzt nochmal hier das... Da sieht das Strahlungsdiagramm anders aus als bei mir, liegt daran, dass es auch völlig anders berechnet wird. Ich wollte doch jetzt, was wollte ich gerade machen? Da wollte ich was dran ändern, genau. Ich wollte es auf 50 Ohm. Wo kann man das ändern? Ups, die brauchen wir nicht, die Property Group. Port Impedance, da. Da wollte ich 50 haben eigentlich. Und dann probieren wir es nochmal. Also als Heizung ist der Rechner unter Windows richtig gut. Stell dir mal so ein Magnet, dass ich das dann auf der Tastatur liegt, besser manchmal unerträglich als im Display. Ja, ich brauche die Tastatur, ne? Deswegen habe ich das, ist nicht so richtig schön hier, ne? Wie ich das hier mache, aber ich brauche ja die Tastatur, um da ab und zu mal was einzutippen. Nur mit Stift geht dann nicht. Na, das ist nix. Nee, das dauert noch länger. So, da haben wir einen zweiten Snapshot. Auf 50 Ohm. Der Snapshot 1, das ist der grüne. Das stimmt doch jetzt nicht. Oder doch? Oh, vielleicht stimmt es doch.
So, da sehen Sie die. Das Smith-Diagramm. Eigentlich gerne nochmal neu, weil mir das gefällt mir hier nicht. Den machen wir weg. Wollen wir den wegmachen? Dass das mal aufgeräumt ist hier. Gut, ja. Sollen wir dazu sagen, so sieht es halt aus. Ne? Deckt sich mit der Analyse von dem, was ich eben hatte. Da. Relativ schmal oder sehr schmalbandig, weil eben auch nur ein einfaches resonantes Element vorliegt. So, da sind wir durch. Das Modell brauchen wir nicht unbedingt. Was man jetzt mit dem hier ganz gut hinkriegen kann, ist, dass man damit auch eine zirkular polarisierte Welle erzeugt, indem man eben einfach einen quadratischen Patch nimmt und beide Moden anregt, aber dann mit 90 Grad Phasendrehung. Ne? So zum Beispiel. Und Sie haben hier so einen Quadcopter dazwischen. Koppler dazwischen, der hat eben, da haben eben diese beiden Dinge, diese beiden Ausgänge hier, die Wellen 90 Grad Phasendrehung dazwischen, und wenn sie dann die gleichen Abstand alle haben zu den jeweiligen Ecken hin, dann gibt es da eben die 90 Grad Phasendrehung, die sie für eine zirkular polarisierte Welle brauchen. Sowas wäre zum Beispiel etwas, was man ganz wunderbar verwenden könnte, um GPS-Signale zu empfangen. So, ist ein bisschen groß, auch weil die Größe von dem Ding hier ist Lambda halbe. Natürlich, oder in etwa Lambda halbe. Und die Größe von dem Ding hier ist circa Lambda Viertel. Also ist nicht so, dass man jetzt diesen Hybrid, wenn man ihn so ausführt, wie ich das hier gemacht habe, einfach so verstecken könnte. Ne? Sondern der hat auch eine Größe. Es ist nicht einfach nur so ein Chip oder so, wie Sie es vielleicht so von Widerständen aus der SMD-Technik kennen. Ne? Und nur groß gezeichnet. Der ist tatsächlich so groß, wie er hier steht. So, man könnte auch einen anderen Feed nehmen, dass man hier eben einfach das Ganze mit einem Pin oder sowas anregt, irgendwo in der Mitte, und dann hofft, dass die richtigen Moden in der richtigen Phasenanlage angeregt werden. Einfach nur so mit so einem Pin hier würde jetzt nicht funktionieren. Da würden einfach beide vertikalen Polarisationen, also beide 90 Grad gedrehten Polarisationen gleichmäßig angeregt. Dann haben Sie eine linear diagonal polarisierte Welle. Das wollen Sie nicht, ne? So, man kann die Dinger natürlich ganz wunderbar zusammenbauen hier. So ein Array, was man hier noch sieht, ist, das ist eine andere Speisung an dem Ding hier. Das Ding ist in der Mitte im Prinzip gespeist. Da geht nämlich dann der Anschluss ran und danach ist es dann ausgeätzt. Also nicht mehr leitend verbunden zu den Seiten hin. Ja, die Mode wird trotzdem angeregt und trotzdem wird bestimmt natürlich der Patch, welche Mode denn da wirklich angeregt wird und wie abgestrahlt wird. Aber Sie speisen hier in einem niederohmigeren Punkt. Das heißt, Sie müssen dieses mit der Lambda-Viertelleitung so nicht mehr machen, wie wir das bei den anderen beiden Designs gemacht haben, zum Beispiel. Dadurch wird es etwas einfacher, etwas kompakter, vielleicht auch etwas breitbandiger. Wir können das auch zu Arrays zusammenschalten, wie hier geschehen. Jo. So ist es. Und wenn Sie hier mal spaßeshalber beim Antenna Magus durchblättern, warum der das jedes Mal aufbauen muss, ist mir auch völlig schleierhaft. Aber sei es drum. So, dann finden Sie hier eine ganze Menge von Patch- oder Patch-artigen Antennen, Spiralantennen, hier so eine Fliege, Bowtie, ne? Antenne, die hatten wir. Und da unten kommen jetzt noch wesentlich mehr, da kommen noch so Patches, die stehen uns jetzt hier in der Classroom-Version nicht zur Verfügung, aber in der
Vollversion stehen die uns zur Verfügung. Da unten müssten noch mehr kommen. Also, um ehrlich zu sein, bin ich von meiner Technik hier heute ein bisschen genervt. So, da sehen Sie nicht. Also, das ist jetzt natürlich kein Patch mehr in der Form. Das sind aber alles planare Antennen, also irgendwelche Strukturen auf Platinen. Und da gibt es jetzt irgendwie 1.000.003 verschiedene Dinge, ne, was man da tun könnte. Man kann da zum Beispiel eine fraktale Antenne bauen, hier sonst das Sierpinski-Dreieck, da zeige ich gleich noch ein bisschen was dazu. Sie können solche halblogarithmischen oder spiralförmigen Antennen ganz gerne bauen, die sind dann breitbandiger. Sie können die irgendwie ja, einfach Drahtstrukturen nehmen, die Sie sich vorstellen und einfach platt drücken in der Vorstellung. Dann muss es natürlich völlig anders designt werden, aber die Idee ist im Prinzip die. Ja, irgendwelche Leitungen strukturieren, hier solche meanderförmigen Teile oder hier sind wir noch bei den Patches, Sie können den Patch auch rund machen und so. Ja, also es gibt da, ja, Ihrer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und wenn Sie sich mal, ich zeige Ihnen noch ein paar Fotos, Mobilfunkantennen angucken, dann ist das auch so gemacht. Eins noch zurück, Sie müssen nicht zwingend über eine Kupferfläche strahlen, Sie können noch über ein ausgefrästes Kupfer strahlen, also über ein Loch im Kupfer. Wir hatten das schon mal kurz angesprochen, als wir über die Mikrostreifenleitung und die Ground-Fläche gesprochen haben. Die muss durchgezogen sein, ne? Und hier ist das Ganze nochmal gezeigt. So, ich würde sagen, lassen Sie uns mal eine Viertelstunde Pause machen, wenn Sie nichts dagegen haben. Nee.